Kunststück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Wenn man, wir haben da unsere Verbindung, wenn wir einen Artikel in die Zeitung brächten, dass wir Ringvereine, sozusagen wir Organisierten, großen Wert darauf legen, mit diesem Schwein nicht in einen Topf geworfen zu werden. Dass die Polente diesen Kerl ganz woanders suchen sollte als bei uns. Das ist doch gar kein richtiger Ganove. Das ist vielleicht ein Mensch, der außerhalb des Zustands, in welchem er tötet, ein harmlos aussehender, gutbürgerlicher Mensch ist, der keiner Fliege was zuleide tut. Vielleicht spielt er im normalen Zustand mit den Kindern seiner Wirtin Murmeln oder er kloppt mit dem Mann Skat. Ohne diese, ich will mich mal ausdrücken, private Harmlosigkeit bei Mördern, ist es doch gar nicht denkbar, dass ein Mann wie Grossmann, Haarmann, Jahre Mietsparteien leben konnte, ohne auch nur die Spur einer Verdachtes auf sich zu legen. Darauf muss man die Aufmerksamkeit des Publikums lenken. Das Publikum muss mitarbeiten. Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung, Herr Präsident, Entschuldigung. Aber wenn es doch wirklich wahr ist. Zum Teufel nochmal, was haben wir denn bis jetzt von der Mitarbeit des Publikums gehabt? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Sehr richtig. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger über den Hof geht. Stimmt. Aber wenn man wirklich mal von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben will, dann haben sie plötzlich von nichts. Dann können sie sich durchaus auf nichts mehr besinnen. Mitarbeit des Publikums, wo siehst du aus? Ich glaube, Sie übertreiben da ein wenig, Herr Lohmann. Ganz so arg wird das ja doch wohl nicht sein. Doch, doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, da steht doch noch heute auf dem Standpunkt, was geht denn das mich an? Dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ärmsten und fremdesten Kind auf der Straße geschieht, das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Ich habe noch eine Idee. Da hat doch unlängst so ein Zauberkünstler, so eine ich weiß nicht, wie der sich genannt hat, der so versteckte Groschen und Taschentücher gefunden hat. Ich meine, diese Belohnung ist auch viel zu gering. Herr Präsident, ein Vermögen müsste dem Auffinder des Mörders wegen. Das ist alles kein neuer Weg. Das ist alles nicht. Na, aber was dann? Sollen wir vielleicht warten, bis die Polizei den Kerl erwischt hat? Die Schwierigkeiten bei der Aufklärung gerade derartiger Verbrechen sind erfahrungsgemäß geradezu ungeheuerlich, weil Opfer und Täter vielfach nur durch das Moment des Zufalls zusammengeführt worden sind. Die Instinkte des Augenblicks bestimmen den Mörder. Man findet das Opfer, man stellt die Personalien fest, man kriegt daraus, wann es zum letzten Mal lebendig gesehen worden ist und dann kommt das große Fragezeichen. Die Kinder verschwinden spurlos. Und wenn man sie wiederfindet, na, wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter, es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Jetzt sind es wirklich 8 Monate, dass die Polizei den Mörder sucht. Jetzt kriegen sie nur noch durch den Zufall. Darauf können wir nicht warten. Nee. Bis dahin sind wir pleite. Aber was dann? Wir müssen ihn fahren. Wir selber. Tja, das müssen wir. Es gäbe vielleicht noch einen Weg.
Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos irgendwo bereits Material vorhanden. Er ist doch sicher als ein schwer pathologischer Mensch schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn in Berührung gekommen. Darum müssen alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit angeregt werden. Sehr richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden, die ihrer ganzen Veranlagung nach aber mit dem Mörder identisch sein könnten. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie? Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erregen. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Aber wer, wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Na, wer kann denn das? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Hosse in Blutwurst. Frieden Deibel stinkt der Käse gut. Schwarzseiter, ihr Luders! Mensch, schnarch nicht so, du wächst leise. Butterstullen, lustlos. Schwarzer Freitag im Braten. So, jetzt kommt die Hilfe dran. Ja, von 1 bis 88. Der nächste.